Ja, die Unwetter haben den Westen von Deutschland ja ganz schön erwischt und ich habe echt gedacht, ich lese nicht richtig, als ich hier von T-Online so eine Meldung hier gelesen hatte. Und da heißt nämlich, hört es euch einfach mal an und ich lasse es mir mal ein bisschen auf der Zunge zergehen. Ne? Also, die Meteorologen warnen vor einer besonders schweren Unwetterlage. Ab Dienstagvormittag drohen in den betroffenen Regionen flächendeckend Schwergewitter mit besonders starken Blitzen, großen Hagelkörnern und wahren Regenmassen. Schuld sind ungewöhnlich große Gewitterzellen, die miteinander verschmelzen und dann entlang einer Kaltfront über Deutschland ziehen. Das hat nichts mit lokalen Hitzegewittern zu tun, sagt Andreas Wagner. Das Übel kommt aus dem Westen. Ach, da schau her. In Frankreich und Belgien bilden sich Gewitterwolken, die von einer Kaltfront über dem Grenzgebiet nach Deutschland gelenkt werden. Wie auf einer Perlenkette oder einem Transportband, erklärt Wagner. Weiter geht's. Diese Wolkengetürme sind bis zu 15 Kilometer hoch, sagte der Unwetterexperte. Und in ihnen toben die schwersten Gewitter, die in unseren Breiten überhaupt möglich sind. Ne? Mit schnellen Blitzseifen und starken Druckwellen, die die Wände wackeln lassen. Diese sogenannten positiven Blitze sind auch heller als die normalen negativen Blitze eines herkömmlichen Hitzegewitters. Also jetzt haut's fast den Boden aus, oder?